In dieser Klausuraufgabe geht es um Reaktionen zweiter Ordnung und Reaktionszeit. Die Spaltung von Essigsäure-Ethylester mit Natronlauge gehorcht dem Geschwindigkeitsgesetz R gleich K mal Ester mal Lauge. Bei stöchiometrischer Fahrweise und einer Anfangskonzentration von 0,1 mol pro Liter beträgt die anfängliche Halbwertszeit 30 Minuten. Nach der Reaktionszeit ist ein Esterumsatz von 80% erreicht. Zunächst rechnen wir die Halbwertszeit um in die Geschwindigkeitskonstante. Es gilt für eine Reaktion zweiter Ordnung Tn⁻ gleich 1 durch Konzentration mal K2. Nach K2 umgesetzt, nach K2 umgestellt, ergibt sich 1 durch 0,1 mal 30 oder 0,33 Liter pro Mol und Minute. Das integrierte Geschwindigkeitsgesetz für eine Reaktion zweiter Ordnung lautet K mal T ist 1 durch Konzentration minus 1 durch Anfangskonzentration. Wir setzen die entsprechenden Zahlenwerte ein. 0,333 Liter pro Mol und Minute als Geschwindigkeitskonstante. 0,02 Mol pro Liter als Konzentration des Esters nach 80% Umsatz. 0,1 Mol pro Liter als Anfangskonzentration. Wir erhalten eine Reaktionszeit von 120 Minuten oder 2 Stunden. Wir können die Reaktionszeit deutlich verringern, wenn wir überstöchiometrisch arbeiten, wenn wir zum Beispiel 0,1 Mol pro Liter Ester und 0,3 Mol pro Liter Lauge zur Reaktion bringen. Jetzt ergibt sich die integrierte Form des Geschwindigkeitsgesetzes in folgender Art und Weise. Kt gleich 1 durch Base 0 minus Ester 0, ln Base Ester 0 durch Ester Base 0. Setzen ein für K2 0,333 Liter pro Mol und Minute, wie gehabt. Konzentration der Base zum Zeitpunkt 0 ist 0,3, vom Ester zum Zeitpunkt 0 0,1. Nach 80% Umsatz ist die Esterkonzentration 0,02 und die der Base 0,22 Mol pro Liter. Nach der Zeit aufgelöst ergibt sich 19,5 Minuten als neue Reaktionszeit.